Wenn du mal auf ein gewisses Level kommst als Unternehmer, dann wirst du irgendwann mal an dem Begriff Marketing nicht mehr vorbeikommen. Da ist es sehr wichtig zu wissen, was das überhaupt ist. Denn wenn ich heute vom Marketing spreche, verbinden die meisten damit Online-Marketing. Das hat aber mit Marketing an sich nicht viel zu tun. Es ist ein kleiner Teilbereich des großen Ganzen. Und es ist sehr wichtig, das zu verstehen, damit du eben kein Hoffnungsmarketing betreibst. Denn 9 von 10 Kunden, die zu uns kommen, haben vorher Hoffnungsmarketing betrieben. Und dein Business soll im Laufe der Zeit zu etwas Kalkulierbarem werden. Ein Business, das kein kalkulierbares Geschäft ist, ist kein Business. Und damit du eben das gleich von Anfang an richtig machst, brauchst du ein Verständnis dafür, was Marketing ist. Und um genau das geht's in dem heutigen Video. Marketing ist ja ein Monsterbegriff. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Affiliate-Marketing, Empfehlungsmarketing, was ja das Gleiche ist. Online-Marketing, Inbound-Marketing, Outbound-Marketing, Social-Media-Marketing, Hoffnungsmarketing, das ja die meisten betreiben. Es gibt so viele verschiedene Varianten und ich könnte über jede Variante Ewigkeiten erzählen, bis morgen in Wirklichkeit. Und es ist, wie gesagt, wichtig, ein Verständnis zu haben, was das genau ist. Es ist nicht Werbung, es ist nicht Branding, es ist nicht die Positionierung, es ist im Endeffekt alles davon. Und in diesem Video möchte ich dir das eben näher bringen, was es genau ist und vor allem, wie du das sehen solltest, dieses ganze Thema. Es ist mal wichtig zu wissen oder zu verstehen, dass dein Business zu 80% aus Marketing und Verkauf besteht. Jedes Business da draußen kann nicht überleben, wenn es kein Geld verdient. So, dafür ist aber nicht nur der Verkauf zuständig, sondern vor allem auch das Marketing. Es geht ja um Neukundengewinnung und das erreichst du durch gezieltes Marketing mit einer Marketingstrategie. Ich spreche nicht von, bau dir ein Online-Business auf, lern von mir 3 Taktiken, die funktionieren dann 3 Wochen oder 3 Monate und dann funktioniert das Ganze wieder nicht und du musst dir die nächste Taktik irgendwo suchen. Das hat nichts mit Marketing zu tun. Das alles sind Taktiken. Für dich ist es wichtig, das Verständnis zu haben, was Marketing bedeutet und basierend darauf kannst du eben dann eine Marketingstrategie entwickeln. Denn eine Strategie funktioniert langfristig. Mit Taktiken kannst du eine Schlacht gewinnen, aber mit einer Strategie gewinnt man eben Kriege. Und dieses Video soll dich einfach dazu anspornen, das ganze Thema einmal zu überdenken und endlich mit effizientem Marketing zu beginnen. Ein sehr wichtiger Teil des Marketings ist auf jeden Fall das Thema Positionierung. Das nehmen immer noch viel zu wenig ernst, dieses Thema, beziehungsweise schenken dem Ganzen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Du solltest dem Thema Positionierung, sehr viel Zeit widmen, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Denn das Thema Positionierung bestimmt im Endeffekt, wie sehr du dich vom Markt abhebst, vom Mitbewerb abhebst, ergo damit auch wesentlich mehr Geld verdienst als der Mitbewerb und dementsprechend auch viel weiter kommst als der Mitbewerb. Positionierung ist nicht unbedingt der Schlüssel, aber zumindest mal das Fundament für deinen Erfolg. Denn über die richtige Positionierung kannst du auch andere Preise wählen als der Mitbewerb. Das heißt also, wie positionierst du dich am Markt? Welche Position nimmst du am Markt ein? Wie hebst du dich von anderen ab? Was macht dich anders, nicht besser? Ja, wir sind die Besten, weil wir haben eine bessere Qualität, wir haben einen besseren Service. Das ist unser USP, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das setzt der Kunde heute voraus, das ist keine Positionierung. Eine Positionierung ist etwas, das dich anders macht. Du kannst dich auf die verschiedensten Arten und Weisen eben positionieren. Auf Technik, auf Service, auf ein gewisses Produkt, auf David gegen Goliath Positionierung und. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber über den Preis positionieren, so wie die meisten es machen, ist der langfristige, aber sichere Untergang. Weil eine Positionierung über den Preis, also sprich einen Preiskampf, den kannst du nicht gewinnen. Das ist ein Krieg und den Krieg gewinnt man nicht. Das heißt, du musst dein Angebot definieren. Was macht dich anders? Nicht besser, sondern anders. Wie ist dein Angebot? An wen richtet sich dieses Angebot? An welche Zielgruppe? Wer ist deine Zielgruppe? Alle über 30? Nein. Wer ist ganz genau deine Zielgruppe und daraus dein Zielkunde? Wen sprichst du ganz genau an? Das Paradoxe bei der Positionierung ist nämlich, umso spitzer positioniert, es muss natürlich auch genügend Marktpotenzial vorhanden sein, aber das ist wieder ein anderes Thema, aber umso spitzer positioniert, desto größer wird dein Radius. Das ist das, was die meisten nicht verstehen. Deswegen, die Positionierung ist das A und O. Damit fängt es an. Das ist wirklich so das Fundament, wo man dann eben das Haus drauf bauen kann. Der Kern des Marketings ist aber immer noch der Mehrwert. Welchen Mehrwert lieferst du den Menschen da draußen, also sprich deinen Kunden? In welcher Qualität und auch in welcher Quantität?
Umso stärker der Mehrwert ist, desto besser ist es für dein Business. Was meine ich mit Mehrwert? Ich meine das Bedürfnis, das du befriedigst, den Wunsch, den du erfüllst oder das Problem, das du löst. Und umso schmerzvoller dieses Problem, umso echter der Pain, desto besser wird auch dein Business funktionieren. Und es geht auf der einen Seite, na klar, um den Mehrwert, den du lieferst, aber auch um den Mehrwert, der wahrgenommen wird. Das ist wieder was anderes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mehrwert zu stiften, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wenn dich das Thema interessiert, Thema Mehrwert, kann ich gerne ein Video dazu machen. Schreib mir das einfach mal in die Kommentare und dann schaue ich mir das an und mach einfach mal ein Video, was darunter zu verstehen ist und welche Arten von Mehrwert es gibt. Aber jetzt zurück zum Thema. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du gehst in ein Restaurant. So, wie gehst du da rein in das Restaurant? Dann wirst du zum Tisch begleitet oder suchst du selber den Tisch aus. Du musst ewig suchen. Wie läuft es genau ab? Dann sitzt du dort. Wie wirst du bedient? Wie sieht die Speisekarte aus? Welche Leute sitzen da im Restaurant? Wie schmeckt das Essen? Dann, wenn du bezahlen möchtest, schreibst die Rechnung bitte. Kommt er nach 10 Minuten? Kommt er nach einer halben Stunde? Kommt er nach einer Minute? Wie läuft das Ganze ab? Wie wirst du bedient? Bekommst du vielleicht irgendwie noch ein Complimentary, ein Geschenk, also zum Abschluss ein kleines Schnäpschen oder was auch immer? Keine Ahnung. Wie verlässt du auch dieses Restaurant wieder? Das alles ist Marketing, Steuerung der Wahrnehmung. Also sprich, Leistung oder Produkt vom Erzeugnis bis zum Kunden. Und das kann man steuern. Und so würde ich Marketing eben bezeichnen. Marketing ist also nicht nur, ich drücke die ganze Zeit die Werbetaste, das heißt, ich sehe eine Werbeanzeige und gehe dann ins Restaurant und jetzt habe ich Marketing betrieben. Nein, das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Das, was ich dir gerade erzählt habe mit dem Restaurant und vieles mehr, was ich dann noch ausgelassen habe, das alles zählt zum Marketing. Und Werbung, wie gesagt, ist ein kleiner Teil des Marketings. Und was ist Marketing? Wie solltest du das Ganze betrachten? Viele sehen das als Ausgabe. Nein, es ist ein Invest. Es ist ein Invest und manchmal läuft dieses Invest gut, manchmal läuft es richtig, richtig gut und manchmal läuft es gar nicht. Manchmal erzielt dieses Invest keine positive Rendite. Marketing ist nicht etwas, das ich einmal mache und dann funktioniert es. Marketing ist etwas, das ich probiere, das ich teste, bis ich etwas gefunden habe, das gut funktioniert. Aber das heißt nicht, dass es dann für immer funktioniert, sondern es ist ein fluides System, es ist etwas Dynamisches. Und das Ganze ist eine Mindset-Sache. Das heißt, du hast nicht Werbeausgaben in dem Sinne, sondern es ist ein Invest. Und du hast nicht Marketingausgaben, sondern auch das ist ein Invest. Und so musst du die Sache betrachten. Marketing kostet und für das bekommst du eine Rendite. Wie viel Rendite hängt davon ab, wie gut du dieses Marketing betreibst. Wenn du da Hilfe brauchst, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Wir helfen dir hier gerne, eine effiziente Marketingstrategie zu gestalten. Denn Sinn und Zweck dieser Marketingstrategie ist es auf jeden Fall, Interessenten zu gewinnen, sogenannte Leads, also Kontakte, Kontaktanfragen mehr oder weniger, die dann durch deinen Sales-Prozess, durch dein Sales-Team, was auch immer, durch deinen Vertriebsprozess in Kunden umgewandelt werden. So, das ist so das Verständnis, das man haben sollte, wenn man diese ganze Sache betrachtet, diese ganze Marketing-Sache. Der nächste Punkt ist auch, wie das, was du verkaufst, sei es jetzt die Dienstleistung oder das Produkt, wie das auch wahrgenommen wird, wie wird es denn vermarktet, auf welche Art und Weise, durch welche Werbeclips, wie sehen diese Werbeclips aus, was transportieren die nach außen? Ja, da haben wir wieder diesen Teilaspekt Branding, aber auch das gehört alles zu Marketing. Wie sollen dich die Leute wahrnehmen? Das alles kannst du bestimmen. Testimonials ist auch ein Bestandteil von gutem Marketing. Was sagen andere über dich? Kunden, erfolgreiche Kunden, zufriedene Kunden, Kunden, die deine Leistung in Anspruch genommen haben, die deine Produkte konsumieren. Mit diesen Tools solltest du spielen. All das ist Teil einer effizienten Marketingstrategie und dazu gehört natürlich auch die Konkurrenz. Was macht die Konkurrenz genau? Ich sage bitte jetzt nicht, dass du die Konkurrenz kopieren sollst, dass du deren Werbekampagnen, deren Werbeanzeigen oder irgendwelche anderen Dinge 1:1 kopieren solltest. Aber beobachte diese Konkurrenz. Auch das ist Teil des Marketings. Umso besser du deine Zielgruppe verstehst, desto größer wirst du, desto mehr Geld wirst du verdienen, desto ernster wirst du da draußen wahrgenommen, desto sichtbarer wirst du. Deswegen ist auch sehr wichtig, die Konkurrenz zu beobachten, denn daraus lernst du sehr viel über deine Zielgruppe. Und zum Thema Marketing ist es, wie gesagt, wichtig, das Ganze ganzheitlich zu sehen. Es ist nicht mehr wie früher. Der Kunde sitzt vorm Fernseher, sieht einen Werbespot zum Beispiel und kauft sich dann aufgrund des Werbespots am nächsten Tag irgendwie die Tasse hier. Das typische Outbound-Marketing, ja, FFF, Film, Funk, Fernsehen, das funktioniert heute nicht mehr.
Heute gibt es viel mehr Berührungspunkte und der Kunde kauft nicht sofort. Der Kunde recherchiert im Internet, dann macht er sich noch hier schlau, dann tut er die Preise vergleichen und. Kann er die Preise überhaupt vergleichen? Keine Ahnung, kommt auf deine Positionierung an. Das alles ist Marketing und es ist wichtig, eben eine effiziente Marketingstrategie zu entwickeln. Es ist wie ein Businessplan in Wirklichkeit, die auf langfristige Sicht funktioniert und den Kunden dort abholt, wo er gerade sich befindet. Das ist effizientes Marketing. Vielleicht schon mal gehört, Consumer Journey, also sprich die Konsumenten Journey oder auch die Customer Journey, das ist dann, wenn der Consumer Konsument wurde, Kunde wurde, dann ist eben die Customer Journey. Auch das lernen da draußen sehr, 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 sehr viele falsch, aber auch das ist Bestandteil guten Marketings. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann schau einfach mal, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Wir helfen dir sehr gerne. Wir werden gemeinsam eine Marketingstrategie, eine effiziente Marketingstrategie miteinander entwickeln, sodass du viel, viel mehr Kundenanfragen erhältst und vor allem auch viel, viel zufriedene Kunden erhältst. Das ist natürlich sehr wichtig. Kundenanfrage ist das eine, zufriedene Kunden das andere. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Erfolg.